Es gibt so viele Berufe. Aber welcher ist der richtige in all der Auswahl? Ein Ansprechpartner für die richtige Berufswahl sind die Berufsinfozentren BITS des AMS, die es im Burgenland an den AMS-Standorten Neusiedl, Eisenstadt, Oberpullendorf, Oberwart und Stegersbach gibt. Wir beraten hinsichtlich Berufswahl, Berufsorientierung. Wir geben Hilfestellung bei der Stellensuche. Wir unterstützen bei der Bewerbung sowie bei Lebensläufen. Die Kunden stehen hier im Fokus und es gibt viel Zeit für die Beratung. Das Ziel, Wege zu erarbeiten, dorthin zu kommen, wo die Berufssuchenden auch hinwollen. Das kann schon bei der Lehrstelle beginnen. Wir unterstützen auch Lehrstellensuchende, die sich bei uns vormerken möchten. Da arbeiten wir mit dem Poli zusammen, aber auch mit diversen Schulen, wenn schon Schüler in der 9. Schulstufe sind. Diese Beratung ist sogar direkt in den Schulen vor Ort möglich. Termine können von Lehrern und Lehrerinnen online gebucht werden. Oft haben viele Jugendliche gar keine Vorstellung und wissen nicht, wie es zum Beispiel nach der 7., 8. Schulstufe oder nach der Polytechnischen Schule weitergehen soll. Und kommen dann eben zu uns zu einer Berufsorientierungsberatung. Grundsätzlich steht der Service allen offen. Natürlich auch Erwachsenen als Wiedereinsteigerinnen oder auch älteren Personen, die sich neu orientieren wollen. Eigene Tools unterstützen die Suche nach dem Wunschberuf. Neu überarbeitete Interessenstests, Fotos, Videos über Berufsmöglichkeiten, der Berufskompass, wo auf jede Zielgruppe ganz speziell eingegangen wird. Und da kommt dann ein persönliches Profil heraus, welcher Typ man ist. Und dann werden Berufe draufgelegt, wird automatisch gematcht. Das Ergebnis wird mit den Kunden besprochen. Ausbildungswünsche werden erarbeitet. Da bei den Interessenstests eben Berufsvorschläge rauskommen. Und da gibt es dann oft Überraschungen, aber die werden dann eben besprochen mit den Kundinnen und Kunden, die Berufe. Den kostenlosen Service der Berufsinfozentren gibt es natürlich auch zu Corona-Zeiten. In Corona-Zeiten haben natürlich auch wir unsere Beratung adaptiert, sprich sie erfolgt überwiegend telefonisch oder online. Für ein Beratungssetting gibt es auch die Möglichkeit von Videokonferenzen. Anmelden geht formlos, per E-Mail übers elektronische AMS-Konto oder per Telefon.